Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Ancestors. Oh oh. Unglaublich, der Baum bietet hier gar nichts. Er ist leer. Unglaublich. Da hinten sind Hyänen und... Ja. Ich hoffe, der hält das noch durch. Der muss noch kurz durchhalten. Ich bin gleich wieder dort. Wenn wir irgendwann mal so einen Chasi endlich finden. Zur Sicherheit nochmal, wer weiß, da rennen wir ihnen herum, das könnte gefährlich werden. Wobei mittlerweile sollte man nah genug an unserem Lager sein. Ja, wir sind hier umgezogen wieder. Hier in diese coole Höhle, kann man es nicht ganz nennen, Überhang ist es mehr. Wo ist der Verletzte? Da ist er. Der ist so gut wie tot schon. Oh Mann. Ah, sehr schön. So, und wir haben hier irgendwas Neues freigeschalten im letzten Part. Interne Verarbeitungsgeschwindigkeit. Okay. Jähzornige Tiere, was ist das wieder? Woher soll ich denn wissen, ob er ein Viech jähzornig ist oder nicht? Vielleicht haben wir damit deshalb ein Problem mit manchen Gegnern. Keine Ahnung, was von einem gegenüber einer Raubtier. Ja, keine Ahnung. Es ist so schwer sichtlich, wie hier was ist. Unsere Affen müssen drunter leiden. Wobei das meiner Meinung nach trotzdem keine vernünftige Erklärung ist, warum man teilweise angreift und einfach nichts passiert. Und so wirklich gar nichts. Also einfach, obwohl man genau richtig drückt, einfach nichts passiert. Schön essen, Leute, schön essen. Aber allzu lange werden wir hier nicht bleiben. Oh, na, das ist nicht gut. Esst's ordentlich und trinkt's ordentlich. Na bitte, jetzt können sie auf einmal wieder mit Stöcken in der Hand trinken. Und der Rest gehört wahrscheinlich dann zum Schlaf. Allerdings, wo sind unsere Steine hin? Die sind weg, offensichtlich. Wenn ich das so sehe. Oder haben die den noch in der Hand? Ja, zumindest einer hat noch einen in der Hand, also sind nicht alle verloren. Aber scheinbar genug, weil wir hatten ja vier, also drei Rubine und mit und einen, irgendeinen anderen noch. Scheinbar ist nur noch ein Rubin übrig. Ja, Otter. Haben wir auch schon lange nicht gesehen. Ja, die Otter gehören natürlich auch noch irgendwie gemacht. Die haben ja, glaube ich, noch niemanden... Hatten wir, glaube ich, noch nicht dieses ein Tier dazu veranlasst, ein anderes zu töten. Natürlich, Granit. Ja,
Aha! Vorbeugende Behandlung. Achso, weil die Kokosnuss natürlich auch gut ist. Haben wir hier wieder was Neues bekommen. Da geht noch ein bisschen was in der Richtung. Toxinimmunität. Das ist ein längerer Zeitraum von Vergiftungen geschützt war. Das kostet wenig. Und natürlich geht es hier weiter. Was haben wir hier? Ah ja, das ist. Im Grunde ihre Waffen selber machen könnten, wenn diese Mechanik funktionieren würde, was sie leider nicht tun, so überhaupt nicht. Die schaffen es nicht mal, was aufzuheben, geschweige denn dann die Hand zu wechseln, was anderes aufzunehmen und dann irgendwie Speere zu machen. Hey, da gibt es auch noch Sachen. Okay. Da wird es noch so manche Sachen geben. Aber ja. Was ist ein? Geht's gut scheinbar, ha? Offensichtlich, ja. Offensichtlich geht's allen sehr gut. Hat noch irgendjemand den Basalt-Chopper? Wahrscheinlich nicht, der scheint auch weg zu sein. Ich würde jetzt mal meinen, ha? Hyänen haben wir auch noch keine attackiert, glaube ich. Hast du irgendwas bei dir? Ach hey. Ah, da hat wer schlechte Beeren gegessen. Er hat auch nichts in der Hand, leider. So, schat. Naja, wir müssen jetzt eine Kokosnuss trinken, ne? Wo rennen sie denn alle hin? Ach so, zum Streiten sich ums letzte Essen hier. Damit sollte man vielleicht auch mal was machen, diese Paste. Oh, dann ist gleich den ganzen Baum leer gefressen, bis auf das eine Blatt hier. Oh Mann. Schade, dass man das offensichtlich nicht für anderes verwenden kann. Gerade gegen gebrochene Knochen und gegen Kälte ist das echt ein Wundermittel, ne? Ja, da geht nichts. Schade, schade. Oder geht es mit unreifen Bären irgendwas? Wahrscheinlich auch. Nein! Oh, verdammt. Toll. Ganz toll gemacht. Dann machen sie wieder über die Bären her. Ah, das wirkt Wunder. Therapeutische Behandlung. Wieder was freigeschalten. Okay, und da ist wieder hängen geblieben.
Toxine schneller eliminieren. Ach gut, schneller Vergiftungen loswerden. Das finde ich noch, ist noch ein bisschen besser, als sich besser davor schützen zu können. So, da sind die Bären. Diesmal essen wir sie nicht, bitte. Nö, nö, das bringt nichts. Alles klar. Okay, nachdem sie ja alle wieder gut benannt seid. Leider das Problem, dass wir scheinbar keinen Basalt-Chopper mehr haben. Das ist auch irgendwie so komisch, dass die irgendwie ihre Sachen... Manchmal, wenn du irgendwo umsiedelst, lassen die ihre Sachen fallen. Und beziehungsweise die verschwinden einfach. Ich meine, wir hatten einen Basalt-Chopper mit und wir hatten drei Rubine mit plus einen anderen Edelstein. Und von all dem ist genau ein Rubin übrig. Kein Basalt-Chopper, keine anderen Rubine. Glaube ich zumindest. Nein, kein Rubin. Nein, genau ein Rubin übrig. Nur einer. Von 5 Steinen ist einer übrig geblieben. Ist jetzt kein guter Schnitt, würde ich sagen. Nein, nicht den Stein nehmen. So. Der hat den Rubin noch. Den letzten. Toll, kein Basalt-Chopper mehr, damit wir spitze Stöcke herstellen können. Jetzt müssen wir mit denen hier vorlieb nehmen, weil das Problem ist, spitze Stöcke mit einem nicht geschärften Stein herzustellen, dauert eine Ewigkeit. Vor allem, wenn du deinen ganzen Clan damit ausrüsten willst. Die Zeit haben wir ja einfach nicht. Müssen schauen, ob wir mal weiterkommen wieder. Bist du völlig bewaffnet, ja? Du nicht, soweit ich das sehen kann. So. Auch noch nicht. Da sitzt auch noch einer. Oh mein Gott, wir haben so viele Leute hier. Hey Kumpel, nehmen. Dafür muss man sagen, sind wir jetzt alle bewaffnet. Und noch besser, weil die meisten haben jetzt so zwei Stäbe. Also zwei Stöcke. Auch wenn man leider nicht so sagen kann, dass sie einfach die Hand wechseln sollen, was sehr schön wäre. Man würde vieles einfacher machen, aber nein. Das ist zu aufwendig zum Programmieren offensichtlich. Der Baum ist leer. So, damit sollten jetzt alle zwei Stöcke haben, oder? Hoffe ich. Kommt's, Leute. Das ist kein Basalt-Chopper leider. Machen wir uns auf den Weg. Erstmal in die Richtung, Sachen erkunden. Alles Granit natürlich, was sonst noch. Oh, hier sind 4 Plätze zum Erkunden. Gehen wir mal dahin, der dürfte am nächsten sein. Säbelzahntiger entdeckt. Bereit machen für Krieg. Oder will sich da jetzt einen Büffel holen? Das kann natürlich sein. Wenn der Büffel hier zu nah rankommt.
Bienen. Die wollen es gleich auf die harte Tour wissen, ha? Puh, Gott sei Dank, das war nicht der Spitzestock, den wir verbraucht haben. Mal schauen, ob wir die zum den Säbelzahntiger da hinten hin treiben können. Mr. Säbelzahntiger ist woanders. Wo ist der? Er ist weggegangen und nicht mehr zu sehen jetzt da. Verdammt. Oh, das ist auch ein weiter Weg, den wir da gehen müssen. Doch nicht so nah wie gedacht. Wir sind jetzt schon in der Nacht unterwegs dann. Noch mehr Hühnern. Ist das da vorne einfach eine Steine oder was? Sind das die Hyänen, die schon kassiert haben oder? Nein, schaut nicht so aus. Sehen noch unverletzt aus. Das Lachen würde euch gleich noch vergehen. Doch, das ist die wir vorher schon erwischt haben. Sehr gut. Dann weiß die gleich mal, was ihr blüht, wenn sie es nochmal probiert. Bären! Nee, die nicht. Die sind reif. Legen wieder. Na komm schon. Ah, da hinten ist diese komische Schlucht, die haben wir da auch noch nicht entdeckt. Coole Gegend hier. Wieder viel grüner, nicht mehr so eine braune Savanne. Die Pforten zur Savanne, ja genau. Da wollen wir erstmal nicht wieder hin. Savanne ist kein guter Ort für uns Affen. Noch nicht. Später vielleicht, weil wenn man mal Elefanten jagen kann, die geben sicher viel Nahrung und Nashörner und so. Momentan ist das aber keine so gute Idee. So. Oh, da hinten ist auch noch was in der Savanne. Na gut, dann gehen wir halt dort auch noch hin. Ja, stimmt, da geht es auch nochmal in die andere Richtung von der Savanne. Allerdings da hinten in der Gegend waren wir ja, glaube ich, schon. Also ganz hinten am Rand müsste ja eigentlich da dieses Wasserloch mit den ganzen Flusspferden sein. Wo wir nach unserem Evolutionssprung gelandet sind. Oh. So was hatte ich mir schon gedacht, dass kommen wird. Na, nicht die Leute. Das hier, genau. Oh, Basalt! Das ist gut. Und wir können das Gebiet schon erobern. Wir müssen auf jeden Fall hinkommen wegen dem Basalt. Wir brauchen einen neuen Basalt-Chopper. Ah, wir sollten gleich da sein. Wir sollten gleich da sein und da sind wir. Yay!
Hier so am Rand zur Savanne geht's eigentlich. Da ist immer noch schön grün eigentlich, aber da stehen auch noch ein paar Bäume. Ist ja auch recht schön. Aber direkt in der Savanne. Nur Aloe Vera, um sich zu heilen, was stellenweise doch ziemlich spärlich ist. Oh, das ist später, glaube ich, ein sehr guter Ort für unsere Nachfahren, weil wenn man aus denen hier wirklich Hütten craften kann, hat man 1, 2, 3, 4, 5 Hütten oder so. Sofern das auch so funktioniert. So auf 1:1 Basis mit dem Bauen. Aber das werden wir noch rausfinden. Kartsträucher sind das genau. Kartsträucher-Oase. Das heißt, diesen Ort muss man sich eigentlich merken, gerade für später, damit man sich hier vielleicht ansiedeln kann in der Gegend. Weil diese Kartsträucher könnten noch recht wichtig sein. Unter Umständen. Aber das werden wir eh sehen noch. Haben wir hier noch was in der... hä? Wo soll denn das sein? Da oben? Da dahinter? Hä? Müssen wir da rauf marschieren, raufklettern oder was? Ach ey. Schlange, okay. Schlangen sind eigentlich kein Problem, nicht wirklich eine Bedrohung. Gott sei Dank, ach ey. So. Na gut, Freunde, das war's also wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.